Ohne Zusatz. Hammer. Willkommen im HDB Schweißshop. Heute ist das Thema Tetrix 230 ACDC Impuls in Wert aus dem Hause EWM. Wir hatten schon mal über diese Maschine berichtet, was die Maschine so kann. Wir sind auf die Steuerung etwas eingegangen. Heute geht es gezielt darum, etwas Edelstahl zu schweißen, mal die Grenzen von der Maschine aufzeigen. Was kann dieses Kraftpaket? Thema Einsatzgebiete. Wo wird so ein Inverter eingesetzt? Es gibt bei dieser Maschine viele Einsatzmöglichkeiten. Es kann der einfache Geländerbauer sein, der sich so eine Maschine zulegt. Ja? Es kann aber auch die hochprofessionelle Fertigung sein, wo bestimmte Teile ständig Stückzahlen gemacht werden. Ja? Es gibt keine Grenzen für diese Maschine. Die einzige Grenze, die wir hier haben, sind 230 Ampere. Aber was das Know-how, die Technik, Innovation, Möglichkeiten, Funktionen angeht, ist das eine High-End-Maschine. Was kann man jetzt hier noch nach oben hin anbieten? Das Einzige, was man noch dazu holen kann, ist eine Wasserkühlung. Dann habe ich einen etwas kleineren Brenner mit einer besseren, höheren Einschaltdauer. Würde ich euch auch grundsätzlich empfehlen. Bei Aluminiumschweißen grundsätzlich Wasserkühlung. Bei dickeren Platten. So, der nächste Punkt, nach oben hin Funktionen gibt es gar nicht. Ja, nach oben hin haben wir nur noch die Möglichkeit, dreiphasige Maschine, Tetrix 300 ACDC kommt demnächst auch. Wir haben also nach oben hin nur mehr Leistung, 500 Ampere, 550 Ampere aus dem Hause. Wir haben eine Tetrix 551 ACDC mit Plasma zum Beispiel, aber das ist schon fast dieselbe Steuerung, gleiche Funktionen. Das heißt, wir bekommen hier ein Paket hochprofessionell mit allen Möglichkeiten, um den Puls einzustellen im ACDC-Bereich. Wir haben eine Aktiv-Arc-Funktion. Wir können damit auch Elektrode schweißen. Okay, das wäre jetzt eigentlich zu schade, um mit dieser Maschine Elektrode zu schweißen. Aber wenn ich irgendwo auf Montage im Einsatz bin und ich muss Elektrode schweißen, kann ich hier den Elektrodemodus einschalten und kann damit Elektrode schweißen. Aber in erster Linie ist das ein WIG-Inverter, professioneller Einsatz. Natürlich kann diese Maschine auch im Hobbybereich eingesetzt werden. Die Hälfte unserer Kunden kommen aus dem Hobbybereich, aber die wissen, die wollen was Vernünftiges, made in Germany haben, was funktioniert langfristig. Die kaufen sich so eine Maschine auch nur einmal im Leben, da holen die sich eine Tetrix. Mit diesen ganzen Upgrade-Funktionen macht es einfach nur Spaß, mit dieser Maschine zu arbeiten. Ihr könnt das selber feststellen, wenn ihr euch diese Maschine zulegt, bei der ersten Art, garantiere ich euch, wenn ihr das richtig eingestellt habt, ihr so sehr gute Ergebnisse. Ja. Die Anlage kann auch wassergekühlt bestellt werden. Besser bin, professionelle Ergebnisse leisten. Ja. Bin ich wiederum ein ungeübter, unerfahrener Schweißer und habe so eine Profimaschine, werde ich auch natürlich nicht sofort meine super Ergebnisse haben. Aber hier haben wir schon mal die Basis und wir wissen, dass wir damit perfekte Ergebnisse, perfekte Schweißergebnisse liefern können. Das heißt, für den Bereich, unter anderem für den Hobbybereich, wer das Geld dazu ausgeben möchte, für den professionellen Einsatz, für kleine Metallbaubetriebe, für große Betriebe, die sehr viel WIG-Arbeiten machen, ist diese Maschine auf jeden Fall zu empfehlen. Ja? Ihr könnt ja gleich sehen, wenn wir Edelstahl schweißen, dünne Bleche ohne Zusatz und dann auch mal richtig dicke Aluplatten mit 13. Jetzt gehen wir kurz drauf ein, als wir heute Edelstahl und Alu geschweißt haben, was haben wir an der Tetrix eingestellt? Das könnt ihr teilweise im Video sehen, aber das will ich euch noch mal ganz kurz erklären. Also, wir haben vorerst Edelstahl geschweißt ohne Zusatz. Dafür haben wir gesagt, wir wollen DC schweißen. Wir haben die Maschine bei den 3 mm Blechen auf 72 Ampere eingestellt. Das Ganze konnten wir auch mit dem Retox-Brenner alles einstellen. So, wir hatten das Ganze auf 72 Ampere stehen. Wir waren in unserem Job 0. Also der Job 0, wo quasi diese Punkte wichtig sind. Wir haben gesagt, hier unten, wir haben eine 2-4er Nadel gehabt. Dann hatten wir gesagt, wir haben im Zweitakt geschweißt, später Aluminium im Viertakt. Und wir waren, wie gesagt, im DC-Bereich und wir hatten keinen Puls aktiv. Sonst hatten wir eigentlich alles auf Werkseinstellung gelassen. Das heißt, wir haben quasi die Maschine angemacht, haben nur mitgegeben, 72 Ampere, 2-4er Nadel, mehr haben wir nicht gemacht und wir haben Edelstahl geschweißt und das sieht dann so aus.
Ja? So, im zweiten Step haben wir Aluminium geschweißt, das natürlich bei Volllast. Also haben wir gesagt, wir wollen den harten AC-Lichtbogen. Ja? Wir haben hier die Sinuskurve für den weichen Lichtbogen, für dünne Materialien. Wir haben den ganz harten AC-Strom und die Besonderheit von EWM, die Kombi aus beiden. Müsst ihr selber für euch mal rausfinden, womit ihr am besten klarkommt. Jetzt hier, um dicke Aluplatten zu schweißen, um die Oxidschicht aufzureißen, haben wir gesagt, AC, Rechteck, und dann haben wir mitgegeben, wir wollen das Ganze natürlich mit 230 Ampere. Dann sind wir auf Volllast gegangen, haben gesagt, aktiv Arc aus, Gasvorströmzeit 0,1, Ampere haben wir auch auf 100% gestellt, quasi den Upslope bzw. den Anfangsstrom, dass er uns auf 100, das sind in Prozent, Entschuldigung. Wir haben quasi gesagt, direkt mit 100%, direkt mit 230 Ampere loslegen. Deswegen haben wir die Gas, wir hätten auch hier das Ganze auf 0 setzen können, ja, wäre das selber gewesen. So, das haben wir gemacht, um dieses Alu-Ergebnis zu bekommen. Ja, das sind mindestens 10 mm und das ist schon einiges für so eine Maschine, ja. So, dann hatten wir im nächsten Step bei Edelstahl noch folgende Funktion ausprobiert. Wir waren im DC-Bereich bei 72 Ampere. Sind in den Viertakt gegangen. Gasnachströmzeit war 8 Sekunden. Dann hatten wir den aktiven Arc mal an. Auf On hatten wir den gesetzt. Der aktive Arc sorgt dafür, dass ich mit meiner Wolframnadel in mein Schweißbad komme. Das heißt, die Maschine regelt vollautomatisch nach, wenn ich kurz davor bin, mit meiner Wolfram in das Schweißbad einzutauchen, was ja für die Naht nicht so gut ist, wenn mein Wolfram in der Naht ist. Und das kann die Maschine vollautomatisch nachregeln. Das hatten wir drin. Dann haben wir gesagt, Gasvorströmzeit hatten wir auf 0,2 Sekunden gesetzt. Anstiegsstrom war wieder auf Werkseinstellung 20%. Upslope war eine Sekunde. Ja, und dann haben wir mit 72 das Ganze nochmal geschweißt. Und was jetzt noch dazugekommen ist, wir haben einmal ausprobiert. Oben mit dem Automatikpuls für Edelstahl. Dann hatten wir einmal den Sekundenpuls drin. Das hört ihr vielleicht, dieses Bock, 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 Bock. Das können wir im nächsten Video euch nochmal genau zeigen. Und wir hatten den Kilohertz bzw. den Herzbereich auch. Pulsfunktion. Wir können den Puls in Sekunden, Kilohertz Bereich verstellen. Das sind besondere Vorteile. Wir haben eine Komfortsteuerung. Wir haben alle Parameter sofort griffbereit. Alles, was ich einstellen möchte, ob das der Puls ist, ob das jetzt der Upslope, Downslope, Gasvorströmzeit, Nachströmzeit, Anstiegsstrom, Zweitstrom. Ich sehe das alles sofort. Ich kann es einstellen. Es ist griffbereit. Elektrode-Modus wechseln. Auf die Steuerung gehen wir gleich noch gezielt ein. Aber wie wir sehen, wir können sofort alles anfassen und verstellen. Ich sag mal, einen Schweißanfänger wird das am Anfang etwas überfordern, vielleicht auf den ersten Blick, weil er vielleicht diese Parameter und diese ganzen Fachbegriffe nicht kennt. Ja? Aber wir können auch zugleich ganz einfach anfangen. Wir sagen einfach mit unserem Hauptregler, mit wie viel Ampere wir arbeiten wollen. Und wir sagen AC oder DC. Fertig. DC für Edelstahl, Stahl, Kupfer. AC zum Aluminium schweißen. Unsere Schweißergebnisse von heute. Aluminium 5 mm. Seht euch die Naht mal an. Okay, es gibt sicherlich Schweiß, die kriegen das noch besser hin. Dann haben wir etwas dickeres Material. Das sind schon 6 mm dicke Materialwerkstücke. Auch eine super Naht. Und dann haben wir auch einmal, wie ihr im Video gesehen habt, mal ein 10 mm Blech verschweißt. Wobei, ich muss euch wirklich sagen, das ist schon grenzwertig, ja, für diese Maschine. Das heißt, wenn ihr nonstop dauernd solch dicke Materialien habt, da empfehle ich euch natürlich eine Tetrix mit 300 Ampere AC-DC wassergekühlt. Aber schaut euch die schönen Edelstahlnähte an. Das bekommt ihr ohne Zusatz mit dieser Maschine hin. Und das sogar schon ohne Puls. Ja? Das ist halt ein professioneller Inverter, der kann euch das liefern. Hängt natürlich auch vom Schweißer etwas ab. Etwas Übung braucht man dazu schon.
So, hier haben wir auch ein Stückchen geschweißt. Das müsste mit ohne Zusatz gewesen sein. Ohne Zusatz, mit Zusatz.